Für die Energieprobleme unserer Zeit suchen und finden Sie Lösungen. Lehm für den Wandverputz ist nur ein Teil ihres Konzepts. Katrin Pütz baut sich gerade ein Haus. Genau so, wie sie es sich vorstellt. Es soll unabhängig von fossiler Energie funktionieren. Für die Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin Herausforderung und Befriedigung zugleich. Ich betreibe aktiven Klimaschutz. Ich baue mir ein Haus zusammen mit meinen Schwestern, das aus komplett ökologischen Materialien zusammengesetzt ist, aus Holz, Stroh und Lehm, und das auch noch energieautark ist. Auf dem Dach liegen die Solarpaneele für den Strom, im Haus große Speichermöglichkeiten. Und draußen im Garten Katrins eigene Entwicklung zur energetischen Autarkie. Was immer anfällt, ob Spülwasser oder Bioabfall, findet da seine letzte Verwendung. Sieht aus wie ein Gewächshaus, ist aber keins. Das ist unsere Biogasanlage, mit der man aus Küchenabfällen oder Tierdung sein eigenes Kochgas produzieren kann. Auch gekochte Sachen, Fleisch, Fett, könnte man hier reintun und gießt ein bisschen Wasser hinterher. Da kann man gut und gerne einfach Abwasser nehmen, Spülmittel, Seife. Das macht so eine Biogasanlage nichts aus. Und das fließt jetzt ganz alleine über diese Rohre rein und wird dann da von Bakterien abgebaut. Das Zentrum ihrer Anlage ist warm unter Folie eingepackt. Der Sack, in den die Abfälle fließen. Da drin läuft der Biogasprozess ab. Das heißt, anaerobe Bakterien, die aus Kuhmist da reingekommen sind, bauen das organische Material, was wir jetzt gefüttert haben, ab. Und produzieren Biogas. Drunter liegt eine Heizdecke, betrieben mit Solarstrom, weil Bakterien Wärme brauchen. Wenn man jetzt jeden Tag eben diese Menge Gas haben will, muss man auch jeden Tag füttern. Die Bakterien sterben aber nicht ab, wenn man die nicht füttert, sondern dann hat man einfach kein Gas. Via Schlauch strömt das Gas in Richtung Haus. Das ist in dem Fall eine einfache Wasserleitung. Ja. Da braucht man eigentlich keine speziellen Gasleitungen, weil wir hier ein fast druckloses System haben. Und das kriegt man alles im Baumarkt. Gas fließt jetzt hier in dieser Leitung zu unserem Speichersack, der in der Nähe von der Küche liegt. So, das ist jetzt unser Herzstück von der Biogasanlage, wo das Gas gespeichert wird. Der Biogasrucksack oder auch einfach ein Speichersack, wo das Gas reinfließt. Von ganz alleine, das kommt einfach jetzt hier an. Dann koppel ich das jetzt hier einfach ab und schließe es an den Brenner an. Mit Biogas kochen, das geht. Aber kaum jemand in Deutschland macht es. Zu wenig Erfahrung mit solchen Kleinstanlagen, zu viele Vorschriften und Regularien stehen im Weg. Für Katrin kein Grund, es nicht zu tun. Wir betreiben ein bisschen zivilen Ungehorsam, weil so ein Brenner ist eigentlich nicht für den Innenraum gedacht. Eine Haushaltsbiogasanlage mit einem Kocher, das gibt's im Prinzip nicht. Und dieses Setup, was wir jetzt hier haben, ist ja eigentlich nicht für Deutschland entwickelt. Wir vertreiben es jetzt aber hier trotzdem, weil Energiearmut tatsächlich gerade vor unserer Haustür steht. Ursprünglich hat Katrin die Anlage für Menschen in Afrika entwickelt, angepasst an deren Möglichkeiten und Bedürfnisse. Ein Forschungsaufenthalt war der Auslöser. Ich habe da zum ersten Mal Kontakt gehabt mit Entwicklungshilfe und war tatsächlich total geschockt davon, wie Ideen, die im Westen entwickelt werden, den Menschen vor Ort übergestülpt werden. Und ich wollte Jahre später einfach eine Alternative dazu entwickeln und habe mit dem Biogas-Rucksack, den ich als erstes entwickelt habe, eine Möglichkeit geschaffen, mit Biogas Einkommen zu generieren, statt abhängig zu sein von Geschenken aus dem Ausland. Katrins Anlage wird den Menschen gerechter als komplizierte, oft ineffektive Technikgeschenke aus dem Westen. Ihr Biogas können sie nicht nur selbst erzeugen, sondern auch speichern und verkaufen. Trotzdem entscheiden sich viele für die Gratisanlagen. Und das zerstört in Afrika einen funktionierenden Markt, sagt Katrin. Gemeinsam mit afrikanischen Aktivisten geht sie deshalb gegen die Entwicklungshilfe auf die Barrikaden. Okay. Mittlerweile verkauft sie ihre Biogas-Mini-Anlage samt Schulung auch in Deutschland und produziert damit sogar mehr als Gas. Das ist jetzt hier der Gärrest. Wenn ich das jetzt hier so runterdrehe, dann läuft er von alleine raus. Ihr könnt es ein bisschen besser sehen, wenn wir es komplett aufmachen. Das ist jetzt das
braune Gold. Ein ganz toller organischer Dünger. Und den kann man jetzt, so wie er ist, in den Garten oder ins Hochbeet kippen. Hier gibt es nichts Überflüssiges, was entsorgt werden müsste. Küchenreste, Sonnenenergie, Gemüsepflanzen, alles hängt zusammen. Ein kleines Stück Unabhängigkeit von fossiler Energie zu haben für 550 Euro. Und beim nächsten Mal? Ein Haus, das sich mit der Sonne dreht. Immer Licht und viel Strom vom Dach. Das ist das Weltdrehauszentrum Heuchelheim. Ein extravagantes Architekturkonzept hier bei uns.